Hi, hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung und willkommen zum vierten Teil der Dwarf Fortress Tutorial-Reihe für neue Spieler. Wenn ich mal kurz resümiere, wir haben bislang im ersten Teil unsere Spielkarte generiert und uns anschließend im zweiten Teil dessen Geschichte ein wenig genauer im Legends Mode angesehen. In Teil 3 haben wir uns eine geeignete Region für den Aufbau unserer Festung gesucht und nichts, aber auch nichts hält uns jetzt davon ab, einfach mit dem Spiel zu starten. Außer natürlich, wir machen noch einen kurzen Umweg und möchten die Startbedingungen unserer 7 Protagonisten noch etwas auf die aktuelle Situation oder ein spezielles Vorhaben anpassen. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Prepare for the journey carefully. Die gewissenhafte Vorbereitung unserer Expedition. Das gehen wir gleich nach dem Intro an. Im letzten Tutorial haben wir uns also unsere Region ausgesucht, wo wir unsere Festung aufbauen wollen. Nachdem wir diese ausgesucht haben, landen wir in einem Bildschirm, der diesem hier sehr ähnelt. Das heißt, er könnte eventuell so aussehen wie hier oder dir fehlt jetzt dieser Part hier. Wir wollen ja heute unsere Expedition etwas vorbereiten, also weitere Details festlegen für unsere Festung oder für unsere Festungsbewohner. Und diese Einstellung, die wir gleich vornehmen werden, die kann man in einem Profil festlegen. Und falls du so ein Profil schon mal angelegt haben solltest, würde das für dich jetzt hier so aussehen. Ich habe das jetzt einfach mal testweise ZF1 genannt. Dann würdest du so ein Profil halt hier sehen, das du jetzt auswählen könntest, um dann damit zu starten. Falls du das jetzt natürlich nicht hast, würdest du jetzt nur dieses Play Now und Prepare for the Journey Carefully hier sehen. Und genau damit steigen wir jetzt auch ein. So, wenn wir jetzt hier sind, sehen wir hier schon unsere 7 generierten Zwerge. Hier vorne haben wir noch Listen mit verschiedenen Jobs. Darauf will ich aber noch gar nicht eingehen. Und zwar fangen wir mal mit dem super wichtigen an. Und zwar, wie heißt denn unsere Festung hinterher? Und da klicken wir, wie gesagt, hier unten, ich gehe noch einmal zurück, hier unten auf Fortress Name. Hier haben wir verschiedene Namen, die wir festlegen können. Wir gehen erstmal auf Fortress Name und das möchte ich jetzt einmal nur ganz kurz zeigen. Hier haben wir einen Zufallsnamen schon stehen. Armor Hours steht jetzt hier. Wir können auch jederzeit hier auf Random drücken, wenn du dir jetzt gar keine Gedanken darum machen willst. Also wenn du dir gar keine Gedanken darum machen willst, musst du natürlich überhaupt erst gar nicht draufklicken. Aber ich möchte es zumindest einmal gezeigt haben. Wie gesagt, mit dem Random-Button kriegen wir hier verschiedene Namen raus. Diese können wir aber nochmal weiter feintunen bzw. customizen. Und zwar mit verschiedenen Komponenten, die wir hier haben. Also eine Front Compound und Rear Compound. Das sind also die Teile, die vorne und hinten stehen. Mit Adjektiven und verschiedenen anderen Teilen, die ich jetzt einfach mal hier zeige. Ich kann jetzt einfach mal hier auf Clear gehen, so dann steht jetzt erstmal gar nichts da. Also eine Front Compound wäre jetzt, ich gehe jetzt einfach mal hier so eine Liste durch. Hier haben wir eine ganze Menge an Wörtern, die wir verwenden können. Und hier steht auch, was es für Wörter sind, also ob es Nomen sind, ob es Adjektive sind oder Partizipien oder sonst was. Und hier kann ich zum Beispiel Nose nehmen, Rear Compound, nehme ich jetzt irgendwas anderes, Age, so, dann heißt das Ding jetzt Nose Age. Mit den Adjektiven kriegen wir jetzt, wo wir gerade schon bei Age waren, ich nehme jetzt einfach mal Ageless dazu, bekommen wir jetzt hier Nose Age, the Ageless hin. Oder mit dem weiteren Adjektiv, nehmen wir mal Blue, Nose Age, the Ageless Blue. Also verstehst du jetzt schon, irgendwie damit können wir halt diesen Namen zusammenbauen. Mit Hyphen Compound, nehmen wir einfach mal hier X, genau. The Blue X, the Ageless Blue X heißt es dann. Und wir haben jetzt hier unten noch einen Teil, der dann dahinter stehen würde. Nehmen wir einfach mal Ape.
Ich bin etwas zu faul, hier durch die, durch die Liste zu scrollen. Okay, ich gehe mal weiter runter. Killer. Wir nehmen einfach mal Killer. The Blue X Killer heißt es dann. Das heißt, diese beiden Teile, Hyphen Compound und The X, würden hier vorne zusammen mit Bindestrich geschrieben werden. Ein Off gibt es halt eben auch noch. Sehen wir mal. Was finden wir denn hier Schönes? Was könnte denn hierzu passen noch? Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas. The Oil. Nose Age, the Ageless Blue X Killer of Oil. Also mir ist das auch ein bisschen zu viel. Oben sieht man auch, ich will es erst gar nicht versuchen, es auszusprechen, sieht man es noch, wie es in Zwergisch heißen würde. Damit setze ich mich tatsächlich nicht auseinander. Der Name hier unten reicht mir, aber mir ist der im Grunde auch schon ein kleines bisschen zu komplex. Ich schmeiß die auch nochmal raus. Ich nehme nochmal was anderes. Ich nehme mal. Was nehmen wir mal? Vielleicht mein. Ja, ich nehme jetzt mal mein. Irgendwas. Was ich auf das Thema, was zum Thema Alkohol vielleicht noch passt. Ja, so. Genau, Whisky. Whisky, mein. Mal hier vielleicht. Da habe ich doch was gesehen. Da. Whiskey Mine the Dungeon. Oder the. Das müssten wir, glaube ich, hier haben. Mal gucken. The Famous Dungeon. Famous Dungeon. Was haben wir hier noch? Als zweites Adjektiv. Um auf die Farbe vom Whisky noch anzuspielen. Ja, das Famous hätte ich gern aber noch drin. So, Whiskey Mine, the Famous Golden Dungeon. Ne? Also das ist so ein Beispiel, wie man so einen Namen einer Festung zusammenbauen kann. So, das lasse ich jetzt auch einfach mal so. Was heißt es? Attilavus Bella... vergiss es. Ich lasse das einfach mal sein. Das Englische reicht mir im Grunde so. Wir gehen also auf dann, wenn wir hier was ausgewählt haben. Und das zweite wäre der Name der Gruppierung. Also die paar Zwerge kommen als Gruppierung dort bei dir an. Und diesen Gruppennamen kann man hier nochmal auf die gleiche Weise zusammensetzen. Jetzt steht hier The Boat of Cinef, The Wealthy Bold, irgendwelche solche Geschichten. Ich mache jetzt noch mal, ich versuche noch mal hier was einigermaßen Ansprechendes zusammenzubauen. Wir wollen das ähnlich haben. Da auf Bier. Auf Bier, und zwar was auf Bier? Habe ich das hier? Da. The Cradle of Beer. So, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Die Wiege des Bieres. Was haben wir hier noch? Wir nehmen mal, was auf die Metallverarbeitung sich bezieht. Metal, The Cradle of Beer. Ach komm, jetzt machen wir mal. Machen wir mal noch was Lustiges da rein.
Ah, so. Was hältst du davon? Harry Metal. Harry Metal? The Cradle of Beer. Harry Metal, das ist, den finde ich schon cool. Das lassen wir mal so. So heißt unsere Gruppierung jetzt. Harry Metal, The Cradle of Beer. Im, wie war es noch? Whiskey Mine, The Famous Golden Dungeon. So. Okay, nachdem wir das jetzt abgeschlossen haben, können wir uns noch ein Gruppensymbol aussuchen. Habe ich mich eigentlich nie wirklich mit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dieses Gruppensymbol, man sieht es halt eben nicht. Es wird nur textuell beschrieben und wir können hier aus verschiedenen Kreaturen auswählen, aus historischen Persönlichkeiten, aus Pflanzen, Bäumen, verschiedenen Shapes, also Formen, Objekten, tatsächlich auch Artefakten, die wirklich in der Welt hier jetzt gerade existieren. Ich würde jetzt einfach mal auf, weil wir jetzt sowieso schon was mit Bier und mit Whisky gemacht haben, jetzt einfach vielleicht ein Fass nehmen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir das haben. Object. Da, Barrel. So, it's an image of a barrel. Ja, wir haben also ein Bild eines Fasses hier als Gruppensymbol. Das kann man auch noch mal ein bisschen weiter spezifizieren, ähnlich wie wir es gerade bei dem Gruppennamen und bei der Festung gemacht haben, aber das Prinzip sollte jetzt soweit klar sein. Ich gehe jetzt hier nicht mehr weiter drauf ein und gehe jetzt einfach mal auf Done. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. So, und zwar haben wir hier, wie wir gerade schon gesehen haben, unsere sieben Protagonisten, unsere sieben Zwerge. Und das sind die ersten Einwohner deiner zukünftigen Festung. So, und die sind jetzt momentan alle Peasant, das heißt Bauern, weil sie halt eben keine weiteren Skills haben. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite verschiedene Arten von Skills, wobei ich glaube, wir gehen jetzt einmal noch mal auf die einzelnen Zwerge selber ein, denn wir können uns die Eigenschaften der Zwerge selber noch mal ansehen. Das heißt, hier an der Stelle, rechts neben den Skills oder Skill-Punkten, die wir hier stehen haben, haben wir einen View-Button. Und wenn wir darauf gehen, können wir sehen, was für Zwerge haben wir denn hier genau. Ne? Also jetzt nicht nur, dass wir halt hier einen Namen haben, sondern wir sehen eben hier auch das Alter, die Gesundheit. Also das ist so ein Overview-Screen, das ist auch genau die Information, die wir letztendlich im Spiel selbst hinterher auch wieder sehen können. Also im Overview haben wir hier, wie gesagt, das Alter stehen, das Geschlecht, die Eigenschaften des jeweiligen Zwerges, also individuelle Eigenschaften, die seine Persönlichkeit ausmachen, dass er zum Beispiel tolerant ist oder eine gute Intuition hat oder viel Ausdauer. Und das können wir hier sehen, dass das hier variiert bei jedem einzelnen Zwerg und entsprechend seiner individuellen Eigenschaften könnten wir im Grunde diese Skills hier nachträglich dann auch wählen. Müssen wir nicht, aber wir könnten im Grunde darauf eingehen und das danach gehend auch etwas optimieren. Wir können ja die verschiedenen Reiterkarten hier einmal durchgehen. Und zwar fangen wir hier, ja, beim Overview habe ich jetzt gerade schon mal erklärt. Wir haben halt hier stehen, wie alt er ist und Geschlecht. Wir haben halt auch die Gesundheit hier stehen, wobei das mit der Gesundheit jetzt an dieser Stelle zumindest Quatsch ist, weil die Zwerge sollten eigentlich alle gesund hier in deine neue Festung starten. Deswegen steht jetzt natürlich hier nichts Besonderes. Hier stehen die Positionen drin. Ist auch Blödsinn momentan. Wir haben jetzt natürlich keinen Bürgermeister oder so oder einen Manager, der jetzt hier schon drin steht. Das passiert erst alles im Spiel. Deswegen diese unteren Abschnitte hier vorne, die sind jetzt nicht vom Belang. Also auch Squad oder irgendwelche Needs, die er haben könnte, also irgendwelche Anforderungen durch seine Stelle, die er gerade inne hat, das ist alles uninteressant. Bei der zweiten Reiterkarte, den Items, sehen wir, was er momentan gerade für Kleidung trägt. Dann in der dritten, wie ich gerade schon dachte, die
Health-Eigenschaften, das heißt, wie sieht sein Gesundheitsstatus aus. Aber wenn wir hier unten durch diese Unterkategorien durchgucken, dann sehen wir, da steht halt eben einfach nichts, weil die Zwerge eben gesund in eine neue Festung starren. So, unter Skills finden wir jetzt erstmal hier unter Labor und Combat erstmal noch nichts. Zu diesem Teil kommen wir später. Wenn wir hier unter Social oder Other Skills gucken, dann sehen wir hier schon so eine Art, ich nenne es mal Soft Skills. Denn hier sehen wir, ob der Zwerg ein guter Sprecher ist oder ob er ein guter Sänger ist, Musiker, Poet, Schlagzeuger, also alles, was im Grunde in die Unterhaltung geht. In dem hinteren Teil Knowledge finden wir verschiedene Arten von Tänzen oder Musikrichtungen, Gedichten, also Arten von Gedichten, die in eine bestimmte Richtung gehen. Das sehen wir hier beispielsweise beim ersten, Poetic Form. Ich klicke da einfach mal drauf. Und diese Gedichtsart kommt aus hier The Snarling Gates. Das ist unsere Gruppierung, aus der unsere Zwerge jetzt gerade stammen. Und das sieht man halt sehr häufig, dass halt diese Gruppierung halt hier auftaucht. Es muss nicht immer sein, aber es ist sehr häufig so, dass dieses Wissen über diese Gedichte, Tänze und was auch immer da noch vorkommt, dass das eben aus dieser Gruppierung, von der wir jetzt abstammen, herkommt. Und jetzt müsste ich hier nochmal einmal zurückgehen. So, und wir sehen hier eben, das sind verschiedene Richtungen hier, diese blauen Teile, die dazu genutzt werden können, im Grunde ja, neue Gedichte zu schreiben oder Tänze zu erfinden, die hinterher irgendwo in der Taverne aufgeführt werden. Das kann auch sein, dass es irgendwo anders nochmal in verschiedenen Texten auftaucht. Im unteren Bereich gibt es hier solche gelben Einträge und das sind individuelle Gedichte, also bestimmte Gedichte, die halt schon fertig sind und die Zwerge gelernt haben oder Lieder, Tänze eventuell auch, Tanz ist jetzt hier nicht mit dabei, oder ein Leitfaden und die könnten halt auch dazu genutzt werden, dass sie irgendwo vorgetragen werden. So, wir gehen mal zu den Rooms. Nicht sehr überraschend ist es halt hier, dass er natürlich jetzt hier keinen Raum hat oder ein Grab oder sonst was. Das kommt auch alles erst später im Spiel, wenn wir bestimmte Zwerge haben, die ja, Administratoren sind und denen wir bestimmte Räume zuordnen oder die bestimmte Anforderungen haben, dann kommt das jetzt zum Tragen. Aber hier vor dem Start eines Spiels ist das komplett sinnfrei. Bei Labor steht auch nicht besonders viel. Wir haben hier die Work Details, Workshops, Locations, Work Animals. Auch das kommt später erst im wirklichen Spiel zum Tragen. Wir können natürlich hier diesen Start umschalten zwischen Will do available tasks anywhere, das heißt, der macht einfach alle Aufgaben, die irgendwo anliegen, oder wir stellen das um auf, dass er nur bestimmte Aufgaben, die ihm zugewiesen worden sind, erledigt. Das macht aber jetzt aus meiner Sicht hier an der Stelle auch noch überhaupt gar keinen Sinn. So, dann gibt es die Relations, das sind also die Beziehungen verschiedener Zwerge untereinander. Und hier tauchen auch die 1, 2, 3, 4, 5, 6 anderen Zwerge, die ich jetzt hier gerade nicht ausgewählt habe, wieder auf. Und hier siehst du, ob das ein Gleichgesinnter ist oder ob das ein enger Freund ist oder was auch immer die für eine Beziehung bereits untereinander haben. Oben sehen wir dann noch in Gelb hier hervorgehoben, welche Gottheit denn dieser Zwerg auch anbetet. Das könnte später nochmal interessant werden, wenn wir einen Tempel bauen, der für eine bestimmte Gottheit steht und wo die dann hingehen können zum Beten, damit sie sich wieder besser fühlen. So, dann gibt es hier noch Groups, das heißt, hier haben wir eine
Zivilisation, von der dieser Zwerg jetzt abstammt, die wir vorher gewählt haben, oder eine Religion, zu der er angehört. Auch das ist wieder später eventuell wichtig für einen Tempel. Unter Militär, auch klar, vom Start des Spiels gibt es hier halt nichts. Wir haben keinen Squad, wir haben keine Uniform und es wurden auch noch keine Tötungen von diesem Zwerg durchgeführt. Hier findest du also nichts, das wird aber später dann im Spiel wieder interessanter. Unter Thoughts findest du dementsprechend auch noch nichts, es ist ja noch nichts passiert. Und die Personality, hier haben wir im Grunde den Teil, den wir hier vorne unter Overview sehen. Hier haben wir Good Spatial Sense, also ein gutes räumliches Denkvermögen. Das finden wir unter Personality jetzt hier einfach als komplette Sätze wieder. Hier ist ein Amazing Spatial Sense. Ne? Er hat ein sehr gutes räumliches Denkvermögen. Er ist a poor focus, also er kann sich nicht sehr gut fokussieren. A little difficulty with words, also er kann nicht so gut mit Worten umgehen. Und das findest du halt eben auch hier vorne alles wieder. Ja, so viel zu den Zwergen, also zu den Eigenschaften der jeweiligen Zwerge. Jetzt könnten wir auf die verschiedenen Skills mal eingehen. So, und hier haben wir die Skills, die wir auswählen können, und wir haben 10 Skillpunkte zu vergeben für jeden einzelnen Zwerg. Da haben wir diese Skills unterteilt in verschiedene Kategorien. Und zwar sind das erste hier unter Crucial. Das sind so, ja, so Basisfertigkeiten, um die Umgebung zu verändern und zum Schaffen verschiedener Basisobjekte. Ja, so würde ich es, glaube ich, mal stehen lassen. Also so einfache Objekte zu schaffen oder die Umgebung um sich herum zu verändern. Das ist im Grunde das, was diese Berufe oder Skills unter Crucial ausmachen. Das könnte zum Beispiel sein, dass er gräbt oder Bäume fällt, dass er sowas Einfaches wie Betten herstellt oder Türen oder Angeln. Wie haben wir hier denn? Da haben wir den Fischerdwarf noch. Sowas finden wir halt hier wieder. Unter dem zweiten Menüpunkt, also der zweiten Reiterkarte, finden wir mehr so, ich sag mal, Veredelungstätigkeiten wieder. Wir haben beispielsweise, gerade hier unter Crucial haben wir den Fischerdwarf gehabt, und unter Labor finden wir dann hier auch den Fish Dissector und Fish Cleaner wieder. Das heißt, wir fangen den Fisch mit dem Fischerdwarf, und derjenige, der dann den Fisch Cleaner und Fisch Dissector hat, der nimmt den Fisch aus und säubert ihn für die Weiterverarbeitung. Ebenfalls finden wir dann hier auch den Cook, das heißt der Koch, der nimmt sich dann den Fisch und verarbeitet ihn weiter zu irgendeiner Mahlzeit. Das heißt, die meisten Sachen, nicht alle, sind hier Veredelungen oder die Schaffung etwas komplexerer Objekte, also wie beispielsweise der Mechaniker. Ich guck mal, ob hier noch was anderes dabei ist. Ja, oder zum Seife machen, Pumpen, jemand, der die Pumpe bedient. Solche Sachen finden wir halt hier wieder. In der dritten Reiterkarte unter Combat finden wir dann natürlich die Kampffertigkeiten wieder. Das kann halt hier ein Ex-Dwarf sein, also zum jemand, der mit in Äxten umgehen kann oder mit Speeren, Hämmern, aber auch waffenloser Kampf. Hier haben wir generell Fighter stehen, Wrestler oder ja, jemand, der einfach beißen kann. Sowas finden wir an dieser Stelle wieder, aber auch ich sag mal Zwerge, die mit Kriegsmaschinen umgehen können, also hier Siege Engineer, das sind dann die Ingenieure oder die Operator, der das Teil hinter selber bedient. Diese Teile finden wir halt hier unten. So, und unter
Other haben wir alle weiteren Fertigkeiten, die sonst nicht weiter aufgeführt worden sind. Das sind teilweise Eigenschaften, wie so ein Zwerg kann schwimmen oder der ist ein guter Chirurg. Was haben wir hier noch? Jemand, der eine andere Person gut überzeugen kann oder verhandeln kann. Was haben wir hier unten noch? Ja, das ist alles, was in den Entertainment-Bereich geht. Also Poet, Writer, Reader, Speaker, Musician, also Musiker, Sänger, Tänzer. Diese Soft Skills, sage ich mal, die finden wir halt hier unten nochmal wieder. Und also eine Sache sei jetzt erstmal gesagt, bevor wir jetzt irgendwelche Skillpunkte zuweisen. Denn die Zwerge brauchen diese Skills anfangs nicht unbedingt, um sie generell durchzuführen. Das gilt nicht für alle Skills, für die meisten, aber sie werden mit der Zeit so oder so besser in dem, was sie tun, wenn sie es tun. Das heißt, diese Skills sind erstmal nur eine Ausgangssituation und manche meinen auch, ja, du brauchst anfangs beispielsweise 2 Miner, damit du besser deine Festung graben kannst, also aufbauen kannst, so. Ja, natürlich graben die dann ein bisschen schneller. Wenn du jetzt 2 Profi-Miner hast, geht das auch definitiv schneller. Du kannst aber auch einfach einen Zwerg nehmen, der keine Ahnung hat, dem würdest du das zuweisen, das Graben, und der braucht dann ein bisschen länger, aber nach einer halben Stunde Graben ist der halt auch Profi. Und deswegen ist das nicht ganz so entscheidend dafür, wie du es am Anfang konfigurierst. Also du kannst es nicht so extrem viel falsch machen. Man kann was falsch machen, aber nicht extrem viel. Später bekommst du so oder so noch weitere Zwerge hinzu und die bringen auch allerlei Skills mit und damit bist du später hinter sowieso gut bedient. Was für mich anfangs wichtig ist, sind verschiedene Berufe wie ein Fischer. Das heißt, dass du erfolgreich und schnell viele Fische angeln kannst, um die Festung zu versorgen. Ein Planter ist für mich auch wichtig, also einer, der gut ist in diesem im Setzen von Pflanzen, damit einfach der Ertrag später besser wird und damit das auch alles etwas schneller vonstatten geht. Ein Brewer ist auch noch nicht zu verachten, damit das Brauen von Alkohol schneller geht, damit deine Zwerge alkoholtechnisch schon mal versorgt sind. Dann wäre es auch nicht verkehrt, einen Armor oder Weaponsmith zu haben, also einen Schmied, der dir Rüstung oder Waffen herstellt. Also damit du schon mal im Falle eines relativ frühen Angriffs schon mal schnell gewappnet sein kannst. Und wenn der Weaponsmith oder der Armorsmith besser ist, dann werden die Waffen auch von einer höheren Qualität sein. Dann wäre es ganz gut, wenn du einen Koch hast, damit du halt schnell an gute Mahlzeiten kommst. Das macht die Zwerge glücklich und die Essensversorgung ist sowieso schon eine ganz gute Sache. Dann, wenn du darauf setzt, anfangs auch Combat-Skills zu vergeben, wäre es auf jeden Fall gut, wenn du dich auf eine bestimmte Combat-Art spezialisierst. Also nur der Umgang mit Äxten oder einen Marksdwarf, damit du mit der Armbrust umgehen kannst. Vielleicht noch sowas wie Armor-User dazu, dass er also weiß, wie man mit einer Rüstung umgeht. In diese Richtung würde ich zumindest überlegen, wenn man anfangs diese Skills vergibt. Ebenfalls wichtig von diesen Soft Skills wäre Judge of Intent. Das heißt, Judge of Intent, das finden wir hier auch wieder. Judge of Intent ist dafür da, dass wir die Stimmung von Händlern erkennen können. Wenn wir mit denen einen Deal abschließen, dann können wir hinterher sagen, war das für den wohl ein guter Deal? Hat er sich damit wohlgefühlt? Können wir vielleicht mit dem Preis noch weiter runtergehen oder sollten wir dem vielleicht doch mehr von uns anbieten? Und das ist ein wichtiger Skill, den dein Broker hinterher braucht. Ebenfalls für den Broker ist wichtig der Appraiser, der steht auch direkt hier drunter.
Und der ist nämlich dafür da, dass wir den Wert von Handelsgut auch erkennen können. Sowohl das Handelsgut von dem Händler als auch unser eigenes. Denn sonst haben wir anfangs einfach nur Ware hier, Ware da stehen. Wir haben verschiedene Gewichte, haben wir vielleicht da dran stehen, aber wir wissen einfach nicht, was ist unsere Ware überhaupt wert? Was bieten wir demjenigen an? Klar kann der dann da hinten dahinter sagen, ja, war ein cooler Deal, Dankeschön, ne? Und du hast ihm vielleicht das Zehnfache deines Wertes gegeben, im Gegensatz zu dem, was du von ihm bekommen hast. Deswegen ist dieser Appraiser-Skill halt auch ziemlich wichtig. Ebenfalls gut wäre der Organizer-Skill, denn der ist für deinen Manager gut, der dann die Arbeitsaufträge, die du einlastest, prüfst und auch einplant. Und der Record-Keeper, der ist direkt hier drunter, also im Grunde dann dieser Vierer-Block ist das. Der Record-Keeper macht als Bookkeeper, also der Bookkeeper ist im Grunde der Beruf, den du hinterzuweisen würdest, der macht dann regelmäßig Inventuren und sieh zu, dass du immer eine richtige Liste deiner Bestände hast. Sonst weißt du hinterher nämlich nicht mehr, was du wovon wirklich auf Lager hast. Da stehen höchstens dann Fragezeichen dran oder so ungefähr Zeichen. Wir wissen so, circa so und so viele Schwerter haben wir da oder circa so und so viele Biere sind im Lager. Und damit kriegst du das immer wieder aktualisiert und auf einen genauen Stand gebracht, je nachdem, wie du hinterher einstellst. Aber dafür ist dieser Record Keeper eben gut. Ein weiterer Skill, den man noch sich vielleicht überlegen könnte einzuteilen, wäre im Grunde der Teacher-Skill. Wobei das aus meiner Sicht im Grunde nur für die Militärzwerge interessant ist, weil damit nämlich die in Kampfübungen die Skills, die ein bestimmter Zwerg hat, an einen anderen Zwerg gut weitergegeben werden kann. Also mit dem einem besseren Teacher-Skill funktioniert das einfach besser und schneller. Der entgegengesetzte Skill dazu ist der Student-Skill. Der müsste auch hier irgendwo stehen. Student, ich habe bestimmt gerade, da ist er, genau. Der Student-Skill, das heißt, das vermittelte Wissen von dem Teacher würde dann bei dem Student entsprechend auch gut ankommen. Also hast du einen guten Teacher und guten Student, dann funktioniert diese Wissensvermittlung halt sehr gut. Ne? Schlechter Student, guter Teacher, funktioniert nur so halbherzig, genauso wie guter Student, schlechter Teacher. Ne? Und mit dieser Kombination könnte man eventuell auch arbeiten, wenn man das möchte. Ich würde jetzt hier einfach mal ein paar Skills zuweisen, wie ich das mir so jetzt überlegt hätte. Und zwar würde ich erstmal generell einen Miner zuweisen. Also ich sagte anfangs, der könnte im Grunde auch so anfangen zu minen, ohne dass er irgendwelche Skills hat. Aber ich möchte zumindest einen haben, der etwas schneller unterwegs ist anfangs. Und ja, vielleicht machen wir sogar noch einen zweiten. Dann haben wir hier, ja, es gilt. So, machen wir zwei Profi-Miner. Mehr als 5 Punkte können wir sowieso nicht vergeben pro Skill. Und ja, wir gucken mal weiter. Wir nehmen es einfach mal bei, weiß ich nicht, bei dem nächsten Zwerg nehmen wir noch einen Carpenter, dass wir also diverse Objekte aus Holz relativ schnell herstellen können, sonst dauert es anfangs ein bisschen. Gehen wir auch mal direkt auf Profi. Wir nehmen noch einen weiteren Zwerg. Den machen wir zum Mason, also für die Steinverarbeitung. Dann sagte ich ja eben schon, einen Weaponsmith oder einen Armorsmith könnten wir vielleicht uns überlegen. Jetzt würde ich mal einen nehmen, der dann beides kann. Machen wir zumindest kompetent, so, dann haben wir schon mal 4 Punkte vergeben. Ich wollte ja auch einen Fischer haben. Der Fischer sollte jetzt nicht mit anderen Dingen noch beschäftigt sein, also sonst fängt er halt eben keine Fische. Deswegen nehmen wir jetzt einen extra Zwerg, der jetzt nur Fischer ist. Das ist dieser hier. So, Profifischer.
Und beim letzten nehmen wir vielleicht noch. Ich guck gerade mal durch. Wir nehmen vielleicht noch. Ja, nehmen wir einen, der zumindest etwas im Woodcutten gut ist. Der kann aber auch noch andere Dinge parallel machen. Im Planter habe ich jetzt eben ja gesagt. Das ist schon mal wichtig. Da vergeben wir auf jeden Fall mal 5 Punkte. Ich gucke mal unter Labor, was wir jetzt hier noch mit reinnehmen. Denn ich sagte ja auch noch, wir brauchen einen Koch. Und da können wir jetzt den Fischer-Dwarf jetzt schlecht für nehmen. Aber wir könnten vielleicht einen von unseren beiden Miner nehmen. Denn die graben ja auch nicht den ganzen Tag. Den ganzen Monat, wie auch immer. Die sind etwas beschäftigt, aber die haben auch mal zwischendurch Pause. Und dann können sie meinetwegen auch mal kochen. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier nochmal den Kochskill dazu. Bei unserem zweiten Miner könnten wir noch einplanen. Was nehmen wir denn mal? Ja, so ein Fischdissektor und so weiter. Da kriegen wir hinter noch genug andere Zwerge, die das machen. Ich würde tatsächlich mal eher in die andere Richtung hier hinten erstmal gehen und bei diesen Other Skills schauen, denn ich dachte ja hier Judge of Intent und Appraiser, das wäre schon mal wichtig für einen Broker. So, und wir müssen da mindestens auf der ersten Stufe, also Novize müssen wir hier sein. Das ist so ein Anfängerskill, knapp über Dabbling, was wir halt hier nicht vergeben können. Das siehst du nur im Spiel hinterher. Erst damit wäre dieser Skill überhaupt aktiv. Wir bräuchten nicht unbedingt mehr hier zuweisen. Damit würde es im Grunde auch schon funktionieren. So, wir haben aber noch 3 weitere Skillpunkte. Wir könnten das vielleicht als Diagnostiker hier nehmen, fürs Krankenhaus. Und wir vergeben noch hier vielleicht, ja, beim Chirurg, da vergeben wir nochmal einen Punkt. Dann könnte der später auch mal im Krankenhaus irgendwas machen. Wir nehmen mal den Fischer-Dwarf. Und der Fischer-Dwarf, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der auch schwimmen könnte. Dann kommt er vielleicht zu diversen anderen Regionen auch hin. Machen wir so einen Profi-Schwimmer nochmal mit daraus. Der Planter. Das wäre auch nicht schlecht, wenn der auch Herbalist wäre. Das heißt, der Planter sucht, der ist ja erstmal dafür gut, dass der die Pflanzen so anpflanzt, dass hinterher möglichst viel Ertrag da ist. Wobei der Herbalist halt eben auf der Oberfläche auch verschiedene Pflanzen wieder erntet. Und je besser der ist, desto mehr oder desto kleiner ist die Chance, dass dieses Ernten fehlschlägt. Und desto mehr holt er im Grunde aus dieser Pflanze auch raus. Deswegen würde ich den Planter jetzt auch gleichzeitig zum Herbalist machen. Und schon wird er hier zum Farmer. So, wir nehmen den Metalsmith mal und wir brauchen noch einen Appraiser. Den nehmen wir mal dafür. Der könnte auch ruhig ein bisschen besser sein. Wir nehmen mal. Wir könnten mal so einen Combat Skill hier vergeben. Ich sagte ja anfangs, wir sollten uns dann, wenn dann nur auf einen bestimmten Combat Skill spezifizieren. Also, dass wir das nicht so ganz grob verteilen. Könnte man auch machen, aber es ist irgendwie besser, wenn wir nur Ex-Dwarfs beispielsweise haben, die sich dann gegenseitig diverse Dinge beibringen können. Das ist dann alles etwas effizienter. Deswegen würde ich dann hier nochmal einen Punkt bei Ex-Dwarf vergeben. Bei dem Mason gucke ich nochmal kurz durch. Wir brauchen ja noch den Organizer. Bei dem Carpenter vergebe ich nochmal eben den Record Keeper, damit wir das auf jeden Fall schon mal drin haben. Und dann verbleiben noch weitere 4 Punkte. Und das könnten wir jetzt beispielsweise hier auch beim Ex-Dwarf wieder vergeben. Dann machen wir mal 2 Skilled Ex-Dwarfs. So, und damit hätten wir im Grunde unsere Skill-Punkte schon mal vergeben. Jetzt sind wir aber nicht nur bei der Konfiguration der Zwerge, sondern es gibt halt noch 2 weitere Reiterkarten hier oben. Das erste sind die Items, also das sind die
Dinge, die die Zwerge letztendlich auf den Weg mitgegeben bekommen, damit du damit deine Festung jetzt starten kannst und wichtige Dinge, die du jetzt anfangs vielleicht noch nicht sofort fertigen kannst, schon mal mitnehmen kannst. Das kommt hier ganz, ganz stark auf jeden Fall drauf an, was du vorhast mit deiner Festung und in welche Richtung es halt gehen soll. Das ist also sehr individuell. Ich kann hier nur wenige Tipps im Grunde mitgeben, wie wenn du mehrere Zwerge hast, die auf jeden Fall graben sollen für dich, dann brauchst du pro Mining-Zwerg, und hier vorne haben wir ja zwei Miner vergeben, brauchst du pro Mining-Zwerg eine Pick, also eine Spitzhacke. Die würdest du auch hier vorne an der Seite finden. Hier hast du die verschiedenen Kategorien, worunter du dir die Waffen oder Klamotten und Objekte heraussuchen kannst. Du kannst aber auch hier drüber einfach filtern. Und wenn wir jetzt hier, hier sind wir jetzt unter Lederklamotten. Wir schauen mal unter den Waffen. Ich guck mal kurz hier durch. Wo haben wir sie? Ah, genau. Ah, da haben wir die. Genau. Digging Implements heißt es hier. Darunter. So, ich mache den Filter nochmal raus. Digging Implements. Da. So, und da brauchen wir nämlich gar nicht mehr filtern. Wir haben hier die verschiedenen Spitzhacken, die wir den Zwergen jetzt hier mitgeben können. Und hier sehen wir halt auch schon, wir haben insgesamt 544 Punkte noch offen, über die wir etwas vergeben können. Natürlich können wir hier auch weitere Objekte rausnehmen, um weitere Punkte dazu zu gewinnen. Aber hier auf der rechten Seite sehen wir dann gleichzeitig die Dinge, die wir halt in diese Liste noch mit übernehmen können. Und gerade hier bei so einer Stahlspitzhacke sehen wir, dass die allein 300 Punkte schon mit aufnimmt. Das heißt, wir könnten nur eine einzige Spitzhacke hier hinzufügen und dann verblieben uns nur noch 244 Punkte für alles andere. Das müssen wir uns also genau überlegen. So eine Eisenspitzhacke reicht da wahrscheinlich auch schon aus. Wahrscheinlich auch schon andere, um überhaupt loslegen zu können. Und die würde hier beispielsweise 100 Punkte nehmen. Also verbrauchen. Wir haben allerdings hier auch schon zwei Copper-Picks, also zwei Spitzhacken aus Kupfer, die jeweils 20 Punkte brauchen und damit können wir im Grunde auch schon loslegen. Was man sich auch noch überlegen könnte, wäre, wir haben hier einen Amboss, einen Eisenamboss, über den wir dann die Waffen und Rüstungen herstellen können und natürlich können wir einen Schmied ins Leben rufen, der uns dann auch wieder einen weiteren Anvil herstellt, sobald wir Metall haben. Wenn wir am Anfang relativ schnell loslegen wollen, dann könnten wir uns auch überlegen, einen zweiten Amboss einfach mitzunehmen, um direkt einen, einen Armorsmith und einen Weaponsmith parallel betreiben zu können. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich gucke jetzt hier noch weiter durch. Wir haben hier also Ammo, das heißt, wir haben für unsere Armbrüste beispielsweise die Bolzen, die wir dann noch nicht fertigen müssten. Ob das jetzt so sinnvoll ist, die direkt mitzunehmen, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, jetzt nicht sagen. Unter den Waffen, das könnte schon interessanter sein. Hier haben wir schon eine ganze Menge Waffen stehen. Und wenn wir sagen, wir haben unsere Zwerge schon auf Axt spezialisiert, dann können wir hier auch mal auf Axt filtern und dann sehen wir hier beispielsweise eine Eisen-Battle-Axe, ne, eine Kampfaxt oder welche aus Kupfer, Stahl und die aus Stahl sind natürlich schön hart, schwer und deswegen auch dementsprechend teuer in diesen Punkten hier. Aber ich würde jetzt tatsächlich mehrere von diesen Äxten mitnehmen. Ich gucke gerade mal hier durch, ob wir hier schon was in diese Richtung haben. Nee, haben wir jetzt nämlich noch nicht. Doch, da. Ich bin natürlich wieder blind. Zwei Kupfer-Äxte haben wir hier schon.
Ich würde einfach mal für weitere Sphäre nochmal was mitnehmen und wir nehmen jetzt einfach mal so eine richtig dicke Stahlaxt hier noch mit. Dann ist, gehen schon mal 244 Punkte hier noch drauf. Wir nehmen aber auch noch weitere, nehmen wir mal Bronzeäxte. Ne, wir nehmen Eisenäxte, nehmen wir nochmal zwei mit. Dann können wir relativ schnell anfangen, unseren Squad aufzubauen, um dann damit direkt mit dem Training auch anzufangen. Und ja, wenn wir tatsächlich überfallen werden sollten, haben wir hier schon mal ein paar Waffen da. Wichtig wäre auch aus meiner Sicht, ich nehme den Filter nochmal raus, das Essen bzw. Samen. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt 15 Plump Helmets dabei. Plump Helmets ist auch etwas, was wir am Anfang relativ frühzeitig anbauen sollen, um auch ja, einerseits für Essen zu sorgen und andererseits die Alkoholproduktion ans Laufen zu kriegen. Und daher wäre es nicht schlecht, wenn man von den Plump Helmets einige mit hat. Wenn die gegessen werden, bleiben dann die Samen übrig, die wir wieder einpflanzen können. Oder wir nehmen halt direkt Samen von den Plump Helmets mit. Ich gucke gerade mal hier, was wir hier an Samen haben. Das sieht jetzt da nicht so groß aus. Hier haben wir, genau, da haben wir unsere Samen. So, wir haben also von den Plump Helmets haben wir ja, kleine Mini-Pflanzen im Grunde, die direkt eingepflanzt werden können. Da haben wir 5 Stück von den Pigtails und Weed und auch von den Süßkartoffeln haben wir was. Das ist so ein bisschen gestreut hier im Grunde. Wenn wir jetzt nur 5 von den Plump Helmets haben, die wir im Grunde pflanzen könnten, dann können wir anfangs natürlich nicht so viel auf einmal pflanzen. Deswegen würde ich das, glaube ich, hier einfach etwas erhöhen. Wir haben eh nur noch, 44 von den Punkten übrig. Dann könnten wir das hier ruhig mal etwas erhöhen. Ich nehme jetzt einfach mal neben Plump Helmets auch mal, ja, nehmen wir mal die Süßkartoffeln vielleicht auch nochmal zusätzlich mit. Dann könnten wir vielleicht ein zweites Beet im Grunde anlegen, wo wir dann die vielleicht noch mit anpflanzen. Ja, wir haben jetzt sowieso nur noch 14 Punkte übrig. Ich guck mal, ob mir vielleicht irgendwas entgegenkommt, was vielleicht noch interessant sein könnte. Vielleicht einfach ein bisschen was zu essen noch. Wir haben hier momentan ja von Getränken her 60 Getränke insgesamt. Also Rum, Bier und Wein. Wir haben ein paar Fische mit. Ich guck mal, vielleicht nehmen wir einfach etwas Fleisch mit. Ich guck mal, ob ich hier was finde. Ich gebe es einfach mal direkt ein. Meat. Dann haben wir direkt was für die Küche zum Weiterverarbeiten. Ja, die liegen alle so zwischen 2 und, was habe ich gerade gesehen, 6 oder 8 Punkten hier vorne. Sowas muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir nehmen einfach mal, ach, keine Ahnung. Wir können auch Rattenfleisch nehmen. möchte ich den jetzt nicht direkt antun. Dann nehmen wir, ja, Kuhfleisch. So, dann nehmen wir das einfach. Dann haben wir ein bisschen Rindfleisch hier drin. Die kosten 2 Punkte. So, dann nehmen wir die paar Teile jetzt hier mit. Und ja, sind im Grunde soweit fertig, unsere Punkte zu vergeben. Jetzt habe ich natürlich eine weitere Reiterkarte noch vergessen. So, und das ist jetzt hier die Animal-Karte. Im Standard kommen immer verschiedene, naja, ich sag mal zufällige Tiere mit deinen Zwergen mit. Und hier könntest du es nochmal etwas genauer spezifizieren, ob du Tiere mitnehmen willst und wenn ja, welche. Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Du kannst jetzt beispielsweise Hunde mitnehmen, um die später als Wachhunde einsetzen zu lassen. Du kannst auch Katzen mitnehmen, dass sie sich um dein Ungeziefer kümmern, also dein Lager oder deine Festung von Ratten oder anderem Ungeziefer freihalten. Du kannst aber auch, was nehmen wir jetzt mal,
Kühe nehmen, damit du die später auch züchten und anschließend schlachten kannst. Du kannst allerdings auch von den Kühen die Milch weiterverwerten und sie so trinken oder als Käse weiterverarbeiten. Oder man nimmt vielleicht auch Yaks oder was haben wir hier noch? Vielleicht Goats, Alpakas, Lamas, von denen du die Wolle wieder scheren kannst. Ne? Also in diese Richtung könnte man im Grunde auch überlegen, ob man sich sowas aufbauen möchte. Früher oder später mit den nächsten Migranten werden aber ohnehin auch weitere Tiere noch mitkommen. Und in diesem Fall lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen, was da mitkommt. Und ich starte anfangs mal ohne Tiere. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht, aber ich probiere das jetzt einfach mal so. So, wenn wir dann im Grunde hiermit fertig sind, also wir haben die Tiersituation geklärt, wir haben geklärt, was wir für Teile mitnehmen auf die Reise, wir haben unseren Zwergen auch die Skills zugewiesen. Wenn wir dann damit fertig sind, und das hat jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit gedauert, wenn du dir was dabei gedacht hast und das später auch nochmal weiter verwenden möchtest, kannst du hier auch jederzeit auf Save Profile gehen und dann können wir hier einen Namen vergeben. Und nennen das jetzt einfach mal, ich nenne es jetzt hier für Tutorial Profil. So, und darunter kann ich das jetzt abspeichern, sodass ich nächstes Mal, wenn ich eine neue Festung starte, genau dieses Profil auch wieder laden kann, um dann genau diese gleichen Einstellungen hier wieder laden zu können. So, ich gehe auf Save und habe das dann damit gespeichert. Kann es auch zwischendurch jetzt nochmal etwas verändern, nochmal auf Speichern gehen und es wieder überschreiben oder in einem neuen Profilnamen wieder abspeichern. So, ich gehe jetzt nochmal auf Save und dann siehst du auch hier schon Warning, es soll überschrieben werden. Ja, wir überschreiben das jetzt auch einfach mal und sind dann im Grunde hiermit fertig und können auf Embark gehen, um das Spiel jetzt hier zu starten. So. Und ja, wir machen natürlich hier an der Stelle im nächsten Tutorial weiter. Und da geht es dann also darum, das Interface von Dwarf Fortress etwas genauer kennenzulernen. Was macht welcher Menüpunkt? Wofür ist was gut? Wie geht man damit um? Was für Tricks gibt es vielleicht noch? Wie liest man was? Das ist auf jeden Fall ein komplettes Tutorial nochmal wert. Und wenn dir das Tutorial sonst soweit bisher gefallen hat, freue ich mich natürlich gerne über ein Like oder auch gerne ein Abo, wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben willst. Denk an die, die Glocke, um die zu aktivieren, damit du auf jeden Fall benachrichtigt wirst, wenn es ein neues Tutorial gibt. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und dann geht es im Tutorial Nummer 5 weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.